Es geht eigentlich darum, die Öffentlichkeit in die Verkehrsplanungsprozesse der Stadt Windhoek mit einzubeziehen. Seit Juli 2012 entwickelt die Stadt Windhoek, die Stadtverwaltung Windhoek und das Verkehrsministerium einen Masterplan für nachhaltigen Stadtverkehr. Dabei geht es in erster Linie darum, den wachsenden Herausforderungen der Stadt- und Verkehrsentwicklung Herr zu werden. Wir wollen Alternativen zum Auto schaffen, da wir uns bewusst sind, dass die Mobilitätsbedürfnisse in Windhoek nicht mit dem Auto gelöst werden können. Wir als Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit unterstützen und beraten den Planungsvorgang im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und ich kann Ihnen mal den Planungsprozess erläutern. Derzeit analysieren wir, wie das Verkehrsnetzwerk aussieht in Windhoek und Rehoboth und Okahania. Wir gucken uns zum Beispiel Busrouten an, Bushaltestellen, Taxihaltestellen, gucken, wie bewegen sich Fußgänger, wie sehen die Fahrradwege aus und analysieren deren Zustand. Wir wollen aber gleichzeitig auch zukünftige Verkehrsströme modellieren, um zu gucken, wie entwickelt sich eigentlich die Verkehrsnachfrage. Und gleichzeitig gucken wir uns an, wo gibt es Probleme im Verkehrsmanagement, wie verhält sich die Regierung, die Stadtverwaltung, wo gibt es Verbesserungsbedarf, wo sind Ineffizienzen. Auf Basis dieser Analyse, die wir derzeit durchführen mit der Stadt Windhoek und dem Verkehrsministerium, wollen wir Optionen entwickeln für den Busverkehr, für neue Routen, aber auch für ein neues Bussystem. Zum Beispiel könnte ein Bus Rapid Transit eine Rolle spielen, wie es zum Beispiel in Kapstadt oder in Johannesburg derzeit ausgeführt wird. Vielleicht ist sogar ein S-Bahn-System eine Möglichkeit, aber das hängt davon ab, wie die Verkehrsströme sich in Zukunft entwickeln. Außerdem wollen wir Vorschläge für nicht motorisierten Verkehr machen und dabei versuchen, die Verkehrsmodi vernünftig zu integrieren. Zum Beispiel, es hilft keinem, wenn wir die tollste Bushaltestelle irgendwo bauen, die schön geplant und nett aussieht, aber Fußgänger ihr Leben riskieren, um dorthin zu kommen. Also es ist wichtig, dass wir diese Verkehrsmodi vernünftig integrieren. Und dieser gesamte Plan heißt dann Masterplan für nachhaltigen Stadtverkehr. Die GIZ ist an diesem Projekt beteiligt. Wer noch? Genau, die GIZ ist daran beteiligt. Stadt Windhoek und das Verkehrsministerium, die sind sehr frühzeitig auf die deutsche Regierung zugekommen und haben um Technical Assistance gebeten, weil sie genau wissen, dass Windhoek wächst sehr schnell mit 4%. Das heißt, wir haben in 2035 eine Million Einwohner und die namibische Regierung hat deswegen sich entschieden, auf Basis der deutsch-namibischen Kooperation um Hilfe zu werden und um diese Herausforderung Herr zu werden. Gleichzeitig, neben der Stadt Windhoek und dem Verkehrsministerium, sind aber auch NGOs involviert, zum Beispiel das Bicycle Empowerment Network. Aber ganz wichtig sind auch die Bildungsinstitutionen. Zum Beispiel die Polytechnik hat sehr beeindruckende Forschung bereits getätigt im Bereich der Stadtentwicklung und Verkehrsplanung. Und wir sind uns bewusst, dass die Verkehrsplaner in Zukunft nicht vom Himmel fallen und deswegen wollen wir die UNEM und Polytechnik mit einbeziehen. Gleichzeitig sind zum Beispiel die Deutsche Höhere Privatschule ein Partner, die einige Ideen haben, was die Mobilität ihrer Schüler angeht. Also klar, das Ziel ist, die Mobilität zu erhöhen, weniger Engpässe im Verkehr. Aber idealerweise, was stellen Sie sich vor so als Endergebnis? Wir wollen im Endeffekt eine Planungsgrundlage entwickeln, die es ermöglicht, der Stadt ermöglicht, von der Planung des Autos im Mittelpunkt wegzukommen. Derzeit planen wir, das Auto so schnell wie möglich von A nach B zu bekommen. Aber wir verschließen die Augen davor, dass sich viele in Namibia gar kein Auto leisten können. Und dass die Fokussierung auf Autos große Umweltprobleme hat, ökonomische und soziale negative Konsequenzen hat. Ein Beispiel, die ärmsten Bevölkerungsschichten in Windhoek, zum Beispiel in Okavango, bezahlen bis zu 25% für Transport. Und das ist ein nicht akzeptabler Zustand, davon wollen wir weg. Außerdem führen Staus und Unfälle zu hohen volkswirtschaftlichen Kosten. Wir sind uns bewusst, dass wenn wir weiter Straßen bauen für Autos, da die Verkehrsprobleme nicht lösen können. Durch den Masterplan wollen wir jetzt ein System schaffen, das den Zugang zum Verkehrsnetz für alle verbessert und die Kosten senkt. Wir wissen noch nicht, wie das Endprodukt aussieht. Dazu modellieren wir gerade die Verkehrsströme. Aber es könnten zum Beispiel ein verbessertes Bussystem sein, S-Bahn-System. Und wichtig ist halt, dass es im Endeffekt alle Bewohner Windhoeks Zugang zum Verkehrsnetz haben. Wir sind uns aber bewusst, dass wir nicht alle Autos von den Straßen kriegen. Das ist auch gar nicht der Plan. Deswegen wollen wir auch das Verkehrsmanagement verbessern, zum Beispiel durch Parkraumbewirtschaftung oder Ampelsteuerung. Und im Endeffekt hoffen wir dann auch, dass es für Touristen attraktiver wird, durch Windhoek mit dem Fahrrad zu fahren oder zu laufen. Wir haben jetzt gehört, dass sich Bildungsinstitute beteiligen an dieser Initiative. Wie können jetzt Mitglieder der Öffentlichkeit sich einbringen? Dafür haben wir verschiedene Instrumente. Zum Beispiel online kann sich die Bevölkerung auf unserer Facebook-Seite beteiligen, auf www.facebook.com/movewindhoek. Oder auch auf unserer Homepage, die wird in 2 Wochen gelauncht, www.movewindhoek.com.na. Dort haben wir zum Beispiel eine interaktive Karte entwickelt, auf der man auf Unfallschwerpunkte hinweisen kann. Aber man kann auch sonst alle Ideen, Visionen, Probleme
dort mitteilen. Wir sind uns aber bewusst, dass nicht alle Leute Zugang zum Internet haben und deswegen wird es weitere öffentliche Meetings geben, in öffentlichen Workshops zu verschiedensten Themen des nachhaltigen Verkehrs. Gestern Abend fand ja ein Treffen statt für alle Interessierte in Kathotura. Wie ist das Treffen so allgemein verlaufen? Wir sind sehr zufrieden mit dem Treffen. Es wurde zusammen mit dem Bicycle Empowerment Network organisiert. Das ist eine NGO, die den Fahrradverkehr in Namibia fördert. Und für uns war es ein Riesenerfolg. Die Mitglieder der Jugendorganisation Physically Active Youth haben uns sehr eindringlich geschildert, wie sehr Fahrradfahrer im Planungsvorgang vernachlässigt werden. Man muss sich einfach nur vor Augen führen, dass es Kinder in dieser Stadt gibt, die aufgrund unzureichendem Zugang zum Transport nicht regelmäßig zur Schule gehen können. Aber neben verschiedenen Jugendorganisationen waren auch Vertreter der Privatwirtschaft, zum Beispiel von Pupkewitz da, Architekten, Stadtplaner, Vertreter des Schülerverbands, Schüler der Deutschen Höheren Privatschule, die uns sehr anschaulich gezeigt haben, was ihre Sorgen im Verkehr sind. Und ich denke, das ist ein wichtiger Input, den wir im Masterplan berücksichtigen werden. Und ich hoffe, dass diese Beteiligung auch weiter so stattfindet. Toll war auch die Bereitschaft vieler, in dem Prozess selber mitzuarbeiten. Zum Beispiel hat die Physically Active Youth sich dazu bereit erklärt, Fahrradfahrtrainings anzubieten, was auch sehr wichtig ist. Sie haben gesagt, die Webseite soll der Öffentlichkeit vorgestellt werden, die Homepage. Mhm. Ist noch etwas anderes geplant in dem Zeitraum? Ja, wir werden zum Beispiel am 4. September einen großen Stakeholder-Workshop haben. Da geht es eher um technische Details. Wir werden dort verschiedene strategische Optionen mit Fachleuten, internationalen Experten diskutieren, aber wir